und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Projekt Milliardär. So, der Oktober ist da, beziehungsweise die Hälfte haben wir schon fast geschafft. Zeit für eine neue Monatsbilanz und die gucken wir uns jetzt in diesem Video an. Für Fragen und Kommentare bin ich dankbar und lasst ein Abo da, wenn euch das Thema Finanzen und finanzielle Entwicklung interessiert. Gucken wir wie gewohnt auf die Übersicht bei der Comdirect Bank. Das Girokonto mit minus 572 Euro sah schon mal besser aus, sah aber auch schon mal deutlich schlechter aus. Ansonsten zweimal Nullen. Visa-Karte habe ich in letzter Zeit kaum verwendet. Das Tagesgeld plus Konto dementsprechend ist auch auf Null. Da hatte ich ja mal erzählt, dass wenn ich mit der Visa-Karte einkaufe, kriege ich bruchstückhaft ein paar Cent gutgeschrieben, die ich dann aber immer direkt aus Verrechnungskonto packe. Das Festgeldkonto mit 1200 Euro, die ja noch ein bisschen länger angelegt sind. Ich hatte da ja auch ein Video zu gemacht. Am besten guckt ihr euch sowieso mal die Playlist an, vor allem wenn ihr noch neu auf dem Kanal seid. Da sind schon einige interessante Sachen für euch eventuell dabei. Das Depot mit einem aktuellen Wert von 38.930 Euro und 68 Cent. Wir wollen es ja genau haben. Das sehen wir jetzt gleich im Detail noch ein bisschen genauer. Durch die Hin- und Herphase im Moment an den Börsen passiert da im Moment nicht so wirklich viel nach oben hin. Auf dem Verrechnungskonto nach dem Zukauf der letzten Aktien sind noch 269,94 Euro übrig geblieben, sodass, wenn wir alles zusammenrechnen, eine Summe von 39.828,61 Euro übrig bleibt. So, werfen wir mal einen Blick ins Depot. Kurz zusammengefasst, die Sparpläne sind ausgeführt worden und durch das momentane Seitwärtslaufen der Börsen ist nicht wirklich viel passiert vom Depotwert. Wir haben heute ja den 13.10., also keine aktuellen durch Tagesschwankungen beeinflusste Kurse. Heute ist Sonntag und von daher ist das jetzt auch wirklich tagesaktuell, was ihr hier seht. So, gehen wir die Liste mal durch. Zweimal Amazon immer noch. Da versuche ich ja demnächst nochmal nachzukaufen. Aber ich muss dafür erstmal freies Kapital schaffen. Und dann würde ich da erstmal nachlegen. Weil ich halt sehr überzeugt bin von diesem Unternehmen. 15,13 Stück Disney. Hier seht ihr, dass es ein Sparplan ist, weil das sind ja hier keine ganzen Zahlen. Läuft ganz gut mit Disney, kann gerne so weitergehen. 0,618 Visa-Aktien, die sind ja neu im Sparplan, sind auch noch nicht so lange bei der Comdirect verfügbar zu besparen. Von daher bin ich da noch im kleinen Rahmen unterwegs. 13,192 Microsoft-Aktien, die sich auch sehr gut entwickelt haben. Die habe ich ja übrigens auch im Depot der Kinder. Da habe ich ja auch mal ein Video zu gemacht, könnt ihr euch gerne auch mal angucken. Facebook haben wir auch inzwischen schon 16,721 Stück. McDonald's auch noch nicht so lange dabei in meinem Sparplan. Da nähern wir uns der Zweiermarke. Ich denke mal, bei der nächsten Ausführung des Sparplans könnte das was werden. Die Bayer AG, die ich ja nicht nur über einen Kumpel noch kaufe, sondern auch so im Sparplan habe, 15,194. Ich denke mal, der Turnaround, der wird bald kommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Aktienempfehlung, das ist alles nur meine eigene Meinung. 290 Stück oder 291 fast General Electric, die sind wieder ganz schön runtergekommen in den letzten Wochen, sodass ein Gesamtminus von 1644 Euro hier steht. Aber langfristig bin ich auch von diesem Unternehmen überzeugt. Apple 14,6 Stück, Coca-Cola immer noch die größte Position im Depot, sehr schöner Dividendenzahler, werde ich auch langfristig behalten. Ja, dann kommen wir zu dem Penny Stock Vanadium Corp. Ja, da mache ich gar nichts, weil ein Verkauf würde von den Gebühren her nicht wirklich viel Sinn machen. Ein Fehler von damals lasse ich drin. Dann die Wabtec Corp, die Abspaltung damals von General Electric,
10 Stück. Ich habe ja damals nochmal aufgestockt. Eine habe ich ja quasi durch die Abspaltung bekommen und dann habe ich nochmal 9 nachgeholt. Ja, passiert nicht so viel. Insgesamt 6,71% im Plus. Was soll man machen? Ich lasse sie einfach laufen. Vontobel Zertifikat auf dem Bitcoin war ja wieder bei plus minus null in den letzten Monaten irgendwann mal. Jetzt sind wir bei minus 30%, weil der Bitcoin auch wieder runtergegangen ist. Ich lasse das auch laufen. Dann die Nel Asa ist ja auch sehr schwankungsanfällig. 1500 Stück weiterhin. Im Moment bei einem Plus von 18,46%. Barrick Gold, da hat es jetzt die Tage einen oder am Freitag einen starken Rückgang gegeben. Deswegen ist das Gesamtplus nur noch bei 5,68%. Conergy ist pleite und Great Lakes Graphit ist der zweite Penny Stock im Depot, der mehr oder weniger schon fast pleite ist. Okay, so viel dazu. Okay, gucken wir mal kurz auf die Immobilien. Da ist einiges passiert. Machen wir erstmal das Positive zuerst. Wie angekündigt, ist unsere Top-Wohnung neu vermietet. Jetzt für 925 Euro im Monat, inklusive Tiefgaragenplatz. Und das ist eine tolle Sache, weil wir jetzt auch über dem Wert stehen, was wir an Rate an die Bank bezahlen müssen. Jetzt das Negative: Die eine Wohnung, eine unserer ersten Wohnungen, ist jetzt leer und im Moment auch unvermietet. Da müssen ein paar Sachen gemacht werden. Vor allem sind wir jetzt in der Diskussion mit dem Verwalter, wer und wie die Fenster erneuert, die das größte Problem in dieser Wohnung sind. Die sind alt und marode und normalerweise sind Fenster Gemeinschaftseigentum und sie müssen halt gemacht werden. Von daher, da sind wir jetzt gerade noch am Diskutieren. Ich habe dem Verwalter auch in dem Sinne Druck gemacht, dass ich gesagt habe, das muss recht schnell jetzt passieren, weil so kriege ich die Wohnung nicht vermietet, wenn da andauernd irgendwelche Wasserschäden sind durch die alten undichten Fenster. Ich hoffe, der reagiert jetzt mal relativ schnell. So, wenn die Wohnung hier nicht vermietet ist, haben wir trotzdem ein Minus, die Differenz zwischen Raten und Miete. Aber sobald die wieder vermietet ist, sollten wir das erste Mal seit langem wieder im Plus sein. Und so soll es ja auch langfristig mit jeder Immobilie passieren. Okay, das ist der Kontostand des Verwalterkontos. Im Moment sind dort 16.084 Euro. Das Verwalterkonto ist bei der VR Bank, ist relativ teuer. Vielleicht mache ich da mal ein eigenes Video zu. Und naja, ich finde es jetzt auch nicht so wirklich prickelnd, um ehrlich zu sein. Also da werden mir Nachrichten angezeigt, ich hätte E-Mails bekommen und dann sind da keine. Also das Modernste ist es jetzt nicht wirklich. Vielleicht sind die auch gerade dran und machen da was Besseres. Aber gut, der Verwalter kommt ganz gut damit klar. Ich zahle meine Kontogebühren dafür, was mich auch sehr ärgert heutzutage. Und ansonsten klappt das eigentlich ganz gut. 16.084 Euro, das ist schon okay, wobei da ja auch zwei Kautionen mit drauflegen, sodass man knapp 2.000 Euro abziehen müsste. Ja, vom Rücklagenkonto kann ich euch heute gar keinen Screenshot schicken oder zeigen, weil die haben irgendwie aus Sicherheitsgründen das Einlog-Verfahren verschärft und es ist alles sauber sozusagen, aber ich komme halt nicht mehr wirklich rein, weil die irgendwie meine alte Handynummer hinterlegt haben und ich habe das auch gar nicht so mitbekommen. Und auf jeden Fall komme ich jetzt so über das TAN-Verfahren nicht wirklich an mein Konto ran. Und ja, jetzt muss ich das aufwendig per Post nochmal ändern lassen, dass ich mit meiner aktuellen Handynummer da was machen kann. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber okay, ich habe da angerufen. Naja, aber so wirklich weiterhelfen wollten oder konnten die mir da nicht. Aber es dient ja der Sicherheit, von daher sollte ich darüber nicht meckern. So, was habe ich jetzt vor? Und zwar seht ihr hier meine Ausgänge bei der Comdirect Bank, die zu dem Commerzbankkonto gingen. Die habe ich jetzt hier mal aufgelistet und ihr seht die einzelnen Summen, sieben Objekte,
weil in dem Haus, wo wir selber wohnen, könnte ja auch mal was sein. Deswegen habe ich hier wirklich sauber, separat immer jedes Objekt mit gewissen Summen als Dauerauftrag mal angelegt, sodass wir insgesamt auf 225 € im Monat kommen und die addiere ich jetzt einfach auf den Wert des letzten Monats und dann wisst ihr auch, wie da der Stand der Dinge ist. Ich denke mal, beim nächsten Mal, nächsten Monat, kann ich euch da wieder einen sauberen Screenshot schicken. Rausgegangen ist auf dem Konto jedenfalls nichts, sodass wir das einfach nachvollziehbar so machen können. So, auf diesem Screenshot seht ihr das Depot der Ehefrau mit den Mitarbeiteraktien. Da sind ja ungefähr 70 € die jeden Monat reingehen und der Arbeitgeber tut nochmal 30% obendrauf, sodass wir insgesamt einen Depotwert von 2.801,8 € haben, wovon der Arbeitgeber 688 € abgerundet dazugetan hat. Guckt mal nach, ob ihr bei einer Firma arbeitet, die euch in der Weise auch beteiligen würde. Es wäre schade, wenn ihr da eine lukrative Investmentchance liegen lasst. Okay, zu guter Letzt gucken wir auf die Monatsbilanz. Und zwar habe ich hier natürlich wieder alle Werte eingetragen. Optionskonten habe ich gar nichts so gesagt. Ich hatte ja diese Put-Option verkauft auf die Deutsche Post. Die ist nicht ausgeführt worden. Ich habe die Prämie ja direkt gutgeschrieben bekommen. Ansonsten ist da nicht viel passiert. Das Geld war ein schöner Nebenverdienst. Ich habe das Optionskonto jetzt aber trotzdem erstmal leer gemacht, um zum einen hier das Minus ein bisschen kleiner zu gestalten. Und weil sich ein Projekt anbahnt, und zwar werde ich mit einem Geschäftspartner sehr, sehr wahrscheinlich eine GmbH gründen. Und da brauche ich im Moment ein bisschen mehr Cash. Und da hilft es mir nicht, wenn das Optionskonto gut gefüllt ist und ich aber an das Geld nicht drankomme. Aber grundsätzlich eine super Sache. Was die GmbH angeht, da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Also abonniert gerne den Kanal, um am Ball zu bleiben. Immobilienkredite, das wird im Januar aktualisiert, genauso wie der geschätzte Wert der Immobilien. Das Verwalterkonto habe ich euch eingetragen und das Rücklagenkonto. Die Summe aus letzten Monat und den Zahlungen, die ich jetzt geleistet habe, sind 2.995,78 €. So, dass wir auf eine Summe kommen von 470.698,51 €. Gehen wir mal in die Monate rüber. Meine Tabelle ist recht schlicht gehalten, aber sie tut ihren Dienst. Haben wir einen minimalen Zuwachs von knapp 400 € von September auf Oktober. Also 400 € im Monat, das ist schon gut. Also eigentlich kann man da sehr zufrieden mit sein, aber wenn man höhere Ziele hat, dann reicht das natürlich nicht so wirklich. So, gucken wir aufs Diagramm. Das dürfte kaum auffallen, dass da ein bisschen Zuwachs war. Hier seht ihr es. Ja, wenn überhaupt, braucht man schon eine Lupe, um da einen Unterschied zwischen den Balken zu sehen. Gut, damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da. Abonniert den Kanal, wie gesagt, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Es bleibt spannend und wenn ihr den Kanal abonniert, bleibt ihr immer am Ball. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Video.